Hallo, herzlich willkommen zu unserem Video. Heute möchte ich euch unser Wiener Geflecht vorstellen. Wir haben da eine total schöne Serie gekriegt mit ganz verschiedenen Gefäßen, also sowas Kleines für so ein Windlicht, ein Größeres, also drei verschiedene Windlichter, dann das ganz große, das man natürlich auch als Vase benutzen kann, wo man jetzt eben Trockenblumen rein tun kann, oder eben eine Glasvase, eine größere, da ist jetzt ein Windlicht drinnen, ein Glas. Aber man könnte jetzt natürlich auch für eine größere Glasvase rein tun und dann nochmal mit Blüten oder mit echten und künstlichen Blüten einfach befüllen und dekorieren. Und dann sind da noch so kleine Tabletts auch, die sind jetzt auch ganz toll und da ist uns eigentlich einiges eingefallen, was man mit denen machen kann. Als erstes ist es natürlich ganz schön, wenn man jetzt da so ein kleines Gesteck mit reinmacht. Also jetzt da, das ist jetzt so mit so Coletten gemacht. Dann kann man das natürlich auch ganz anders nochmal bepflanzen oder dann nochmal einfach nur ein Windlicht reinstellen und dann nochmal mit Blüten bepflanzen oder man dreht es um und das ist wie so ein Untersetzer und man kann dann was oben drauf stellen, wie jetzt zum Beispiel ein Windlicht oben drauf stellen oder bei dem großen, da kann man jetzt dann eben auch wirklich vorstellen, dass man sowas mit drauf stellt wie jetzt da und eine schöne Deko macht draus. Also das hat uns jetzt auch ganz gut gefallen und haben wir einige Male verkauft, so in, als Untersetzer. Und dann haben wir natürlich nochmal eine Variante, die wir uns da vorgestellt haben, wenn man es jetzt zum Beispiel direkt als Tablett nimmt. Das war jetzt auch total schön mit zwei Gläsern oder Wasser- und Weingläser kann man jetzt auch mit drauf bringen. Wasserflasche oder Weinflasche und das jetzt dann so mitnehmen auf die Terrasse und eben so am Tisch dann einfach abstellen und jeder kann sich dann seine Gläser nehmen oder man verteilt sie. Und dann haben wir uns auch noch eine Wand gesteckt, überlegt, also mal ganz was anderes, aber das ist einfach das, was wir mir furchtbar gerne machen, dass wir so Teile haben und uns dann was überlegen, was eigentlich diese, den Zweck von dem Gefäß, wo man jetzt da nochmal verändern kann. Und wir haben gesagt, man kann jetzt da tatsächlich super schöne Wandteile machen draus. Und das möchte ich euch jetzt einmal vorführen. Wir haben schon ein paar gemacht für unsere Kunden. Und ich zeige euch jetzt dann, also im Nachspann, zeigen wir euch jetzt nochmal so das ganze Sortiment und wie wir es schon dekoriert haben. Und jetzt zeige ich euch, wie man das als Wandgesteck dann gestalten kann. Ich habe mir jetzt da schon so einiges an Blüten und Gräsern, Sukkulenten, einfach so ein bisschen so eine kleine Variation zusammengestellt und so werde ich jetzt das eigentlich gern mit euch dekorieren. Das ist jetzt, also ich werde das jetzt so an die Wand hängen und dann machen wir mir jetzt einfach so diese, also als Grundlage habe ich diese Blätter, wo man das jetzt dann eigentlich total schön miteinander verbinden kann. Und zwar durch das Wiener Geflecht kann man da jetzt einfach super gut durchstechen. Und da jetzt auch nochmal. Und es ist ja oft so, man hat eine ganz große Wandfläche, wo man gerne mal eine besondere Deko drauf machen möchte. Und da bietet sich jetzt sowas total schön an, weil das jetzt doch nicht so, so überfüllt ist, das Gesteck. Und trotzdem hat es dann eine ganz besondere Gestaltung.
eigentlich ist das nur so eine Steckdeko. Kann man jetzt natürlich dann da jetzt einfach durch das Geflecht einmal durchstechen mit dem Draht und das einmal ein bisschen befestigen, einfach nur ganz leicht, so dass das dann einen Halt hat und in sich dann einfach wirklich einmal dann also ein Gesteck, also ein festes Gesteck wird. So ein Eukalyptus rausgesucht, der jetzt auch wirklich ganz, ganz eine schöne Qualität ist und der jetzt natürlich auch so ganz echt rüberkommt. Man kann jetzt natürlich das mit getrockneten Blüten machen, das ist sicherlich auch ganz schön, auch mit einem getrockneten Eukalyptus, aber in dem Fall möchte ich das jetzt gerne mal mit so Kunstblumen machen, damit man auch sieht, wie, was das dann für eine Wirkung hat. Dann habe ich da jetzt dieses Orange, das mir eigentlich ganz gut zu diesem Geflecht gefällt, weil das jetzt so eine, ja, das ist eine Farbe, die ist jetzt ganz stark im Kommen und das schaut jetzt zu diesem Braunton auch ganz toll aus. Ich gebe dem jetzt dann einfach nur mal ein bisschen ein Pep. Jetzt habe ich da noch einen Bast, mit dem kann ich jetzt so die Stiele dann noch mal ein paar Mal miteinander verbinden. Wir haben zu Hause noch so einen ganz alten Stuhl mit dem Wiener Geflecht und das schaut natürlich toll aus. Und ja, der wird eigentlich schon sehr in Ehren gehalten.
Und da habe ich jetzt natürlich, war ich total begeistert, wie ich dann das gesehen habe, dass es bei der Firma jetzt dieses Wiener Geflecht so zum Kaufen gibt. Und das natürlich, ja, einfach einmal so eine moderne Richtung gibt. Und trotzdem ein bisschen mit dem Alten verbunden. Das ist eigentlich so das Wichtige, dass man diese Stile immer wieder mal miteinander verbindet. Dann kriegt das Ganze eben einen Halt, dass die beiden Gefäße dann sozusagen miteinander verbunden sind. Ohne dass man jetzt da groß einen Heißkleber braucht oder irgendwie recht viel Draht. Jetzt das letzte Teil, soll das jetzt da noch einarbeiten. Das ist jetzt so ein ganz tolle Schokolettenast, so ein künstlicher, den wir ja eigentlich auch wirklich ganz viel verwenden. Ich mache das jetzt an die andere Türe. Einen Moment. Da kann man sich das vielleicht ganz gut vorstellen. Darfst du mit mir mitgehen? Und so kann ich mir das jetzt vorstellen. An der Wand. Gell? Ja. So, und jetzt zeigt euch Caro nochmal so unsere Gefäße, wie wir es aufgestellt haben. Wir haben auch da oben nochmal so ein Wandteil. Das ist jetzt rein mit Trockenblumen gemacht. Und lasst euch nochmal ein bisschen inspirieren von unseren neuen Kreationen. Und ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Ihr könnt euch was vorstellen. Ihr seid genauso begeistert wie ich von diesem Wiener Geflecht. Und ich hoffe, ich höre was für euch. Rührzeug, schreibt es mir. Ich habe hoffentlich Zeit, dass ich euch wieder antworte. Und Daumen hoch, wenn es euch gefallen hat. Abonnieren, wenn euch mein Kanal gut gefällt. Und bis zum nächsten Mal. Ich bin für euch wieder da. Pfiat euch. Tschüss.